Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir mit der Authentifizierung anfangen. Das heißt, wie kann ein Client sich bei einem Server sozusagen einloggen? Und da wollen wir uns die einzelnen Möglichkeiten angucken und auch überlegen, okay, wie kann derjenige sich jetzt hier möglichst sicher einloggen? Wir gehen hier immer noch von unserem Dolev-Jao-Angreifer aus. Das heißt, alles auf der Leitung ist unsicher. Und wir gehen sogar teilweise verschwert davon aus, dass eventuell sogar noch jemand auf dem Server einbrechen kann und vielleicht gespeicherte Passwörter raussuchen kann. Kann immer mal vorkommen, ist nicht ganz abzuwenden, manchmal zumindest. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass der Server perfekt nach außen abgeschirmt ist, kann man immer noch davon ausgehen, dass irgendwie ein Admin plötzlich schlechter bezahlt wird und plötzlich alle Passwörter klaut. Und deswegen muss man natürlich auch gegen sowas vorgehen. So, als erstes Verfahren möchte ich euch heute das Password Authentication Protocol, kurz PAP, vorstellen. Das ist eigentlich total basic und nicht wirklich kompliziert, aber als kleine Einführung sozusagen in das Thema. Der Client möchte sich beim Server authentifizieren. Das bedeutet, er schickt natürlich mal wieder ein Paket hin und ganz easy, er schickt einfach ganz normal sein Passwort hin. Und der Server antwortet mit entweder okay oder nicht okay. Das heißt, total simpel eigentlich, so wie man es naiv machen möchte. Aber ich möchte, dass ihr jetzt mal eure Köpfe einschaltet, nicht nur mir einfach zuhört und überlegt, was denn hier wohl möglicherweise schief gehen könnte. So, wir schicken Passwort hier rüber und der sagt, na komm, lass mich schreiben, bitte. Der sagt Ack oder Nack. NAC steht für Not Acknowledge oder Negative Acknowledgement. ACK steht für Acknowledgement bzw. Positive Acknowledgement. Das heißt, bei ACK hat er sich erfolgreich eingeloggt und bei NAC hat er sich eben nicht erfolgreich eingeloggt. So, wo könnte denn jetzt hier wohl ein Problem sein? Falls ihr noch auf keine Lösung gekommen seid, schaltet mich ganz kurz auf Pause, schaut euch das erste Video vielleicht nochmal an und dann guckt hier wieder weiter. Das Problem ist, dass das Passwort hier im Klartext übertragen werden muss, damit der Server hier überprüfen kann, ob er genau dieses Passwort für genau diesen Client kennt. Also sprich, der Server muss natürlich irgendwie überprüfen können, ob dieses Passwort stimmt. Und wie macht er das wohl? Naja, er muss das Passwort kennen. Und dazu gibt es irgendwie eine Passwort-Datenbank, auf die der Server zugreift. Die male ich jetzt hier einfach mal als Kringel rein. So, hier in etwa. Und das wäre die Passwortdatenbank des Servers. Und der muss jetzt hier drauf zugreifen, hat der Client A genau das Passwort Passwort? Wenn ja, Ack, wenn nein, Nack. So, Problem ist jetzt natürlich, dass das Passwort hier im Klartext übertragen werden muss. Aber einen Vorteil hat es, denn wenn jetzt jemand hier auf den Server einbricht, dann kann er zwar diese Passwort-Database klauen, aber wenn wir diese Passwort-Database richtig anlegen, dann bringt ihm das nichts. Das heißt, wenn hier jemand einbricht, dann möchte man natürlich diese komplette Passwortdatenbank gehasht haben. Das heißt, wir müssen ab sofort Passwörter, und das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt in der IT-Sicherheits-Playliste, Passwörter hashen mit Salt. Das bedeutet so viel wie, wir nutzen eine Hash-Funktion, um das Passwort absolut nicht mehr rausfindbar zu machen. Alles, was man dann machen kann, ist, man kann das Passwort bruteforcen, also sprich alle Passwörter, die es gibt, ausprobieren und das richtige Passwort sozusagen rausfinden. Und das geht natürlich eine ganze Weile, im besten Fall mehrere Jahrhunderte. Im schlimmsten Fall leider auch nur ein paar wenige Stunden, aber da muss man natürlich die richtige Funktion dazu nehmen. Und ja, mehrere sichere Algorithmen habe ich euch auch schon genannt. Zum Passwort speichern würde ich, nein, ich gebe jetzt hier keine aktuelle Empfehlung, denn die Hash-Algorithmen ändern sich wirklich relativ schnell, muss ich sagen. Zu schnell für meinen Geschmack. Aber ja, ich glaube, momentan sind wir so bei S-Crypt oder sowas. Oder bei Whirlpool oder irgendwie sowas in die Richtung. Also schaut dafür, dass eure Hash-Funktion möglichst langsam ist. Das ist hier wichtig, denn je langsamer diese Hash-Funktion ist, desto langsamer ist auch der Brute-Force-Angriff, sprich, desto länger geht er. Wenn ihr 1 Million Hashes pro Sekunde überprüfen könnt, seid ihr mit allen Passwörtern viel, viel schneller durch, wie wenn ihr nur ein Passwort pro Sekunde überprüfen könnt, nämlich 1 Million Mal langsamer dann.
Und ja, dann ist natürlich sinnvoll, je langsamer der Angreifer ist, für euch macht das natürlich keinen großen Unterschied. Ihr müsst ja nur genau einen Hash ausrechnen, sprich ihr braucht auch nur eine Sekunde mit der langsamen Funktion und habt dann trotzdem alles erledigt. Das heißt hier möglichst langsame Hash-Funktionen für die Passwörter benutzen plus noch irgendwie ein Salt hinten dran. Salt bedeutet einfach irgendeinen Zufallswert hinter das Passwort dran packen, damit eben sowas wie Rainbow Tables oder sowas nicht zum Einsatz kommen können. Gut. Problem ist aber jetzt immer noch hier, der Dolev Yao-Angreifer kann einfach das Passwort ablesen und kann es automatisch wieder an den Server schicken und hat sich damit sozusagen als Client authentifiziert, weil das Passwort hier einfach absolut unsicher übertragen wird. Aber PHP findet immer noch heutzutage statt. Wenn ihr euch irgendwo einloggt, YouTube, mein Forum, Facebook, überall ist eigentlich PHP genau der Standard. Warum ist das trotzdem sinnvoll? Weil das Ganze hier findet eigentlich in einem sicheren Kontext statt. Sprich, wir haben hier überall außenrum eine TLS-Verschlüsselung, also oder SSL-Verschlüsselung. Sprich, wir benutzen nicht einfach oder wir loggen uns nicht einfach so mit Klartext an, sondern die Verschlüsselung zwischen Client und Server ist davor schon abgesichert worden durch eben HTTPS oder durch durch SSH zum Beispiel. Sprich, die kommunizieren überhaupt nicht im Klartext, sondern alles wird schon verschlüsselt gemacht. Das heißt, diese TLS-Verbindung wird davor aufgebaut. TLS werden wir noch alles genau behandeln, keine Sorge, aber diese abgesicherte, sichere Verbindung, zum Beispiel eben über HTTPS, wird davor aufgebaut und dann kann ich natürlich einfach mein Passwort übertragen und es kann niemand mehr mitlesen, weil es müsste ja sonst Kryptografie geknackt werden. Sprich, das ist eigentlich immer noch durchaus aktuell. Auch wenn es sehr banal ist. Okay, aber es gibt noch andere Möglichkeiten und die möchte ich euch auch noch vorstellen in den nächsten paar Videos. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.